Und jetzt ist sie bei uns. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr mit Markus und mit Paul. Wir haben jetzt keine Sandkiste und keinen Himmel, der von oben kommt. Was hatte es eigentlich damit auf sich, mit dieser Sandkiste und dem Himmel, der von oben kam? You mean what I wanted to say with that? Wolltet ihr wissen, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte? Ja, also dieses ganze Staging ist so eine Interpretation der Natur. Also das ist wirklich der Himmel direkt über meinem Kopf. Ja, Himmel. Okay, geht der Song auch ohne? Ich hoffe ja. Also ich fühle mich eigentlich gut. Es ist ein schöner Vibe hier. Ich habe meine Musiker hier. Ist alles gut. Die Musikwelt ist, da wollen wir ganz kurz auch drüber sprechen, heute ganz traurig. Tina Turner ist gestorben. Was hat die Nachricht mit dir gemacht? Was bedeutet dir diese Frau? Ja, ich war geschockt. Ein echter Schock, muss ich wirklich sagen. Das ist sehr traurig, wenn so mächtige, machtvolle Frauen, die eine Legende sind, dann versterben. Sie ist nun eingeschlafen, sie war so wunderbar und ihre Musik lebt weiter. Ja. Auf Wolke 7 wird sie uns zuschauen, wird jetzt vielleicht auch deine Musik genießen in der ganz speziellen Mumma-Version. Wir freuen uns sehr. Jetzt auf deinen Siegertitel ohne Sandkiste. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.
Was für eine Stimme, der Hammer. Thank you. Es gibt ein weiteres dramatisches Thema für uns. Der ESC, wir Deutschen werden immer letzter. Hast du irgendeinen Tipp für uns? Ich meine, ihr Schweden macht einen bombastischen Melodienfestival, einen großen Vorlauf, ihr macht große Shows. Ist es das, was ihr anders macht oder seid ihr einfach besser? Also ganz ehrlich gesagt, denke ich, dass es sehr, sehr viel kreatives Potenzial hier in Deutschland gibt. Das müsst ihr nur finden und herausbringen. Ich glaube, das wäre so mein Rat. Genau hingucken, was da ist. Okay, wir brauchen Melodienfestivalen in Deutschland mit 5 Vorentscheiden, was auch immer. Und Loreen sagt zu mir, Darling, was soll mir noch passieren heute? Wir danken sehr. Thank you very much. Thank you, Marcus. And thank you, Paul.